Herzlich willkommen in meinem Video. Heute mache ich eine kurze Ergänzung zu meinem vorigen Video über die Kaffeemaschine Siemens EQ9 Connect. Ich möchte zeigen, wie die Kaffeemaschine gereinigt wird. Zuerst nimmt man den Wassertank ab. Hier befinden sich zwei kleine Hebel, die drückt man zusammen und die Abdeckung kommt heraus. Dort befindet sich die Verriegelung vom Inneren. Die bewegt man einfach nach rechts. Jetzt ist sie entsperrt und das Innere kann man herausnehmen. Jetzt kann man das unter Wasser spülen. Wenn das gereinigt wird, steckt man das wieder rein. Der Pfeil zeigt, dass es nach innen eingesteckt werden soll. Auch als Hinweis, der Schlauch zeigt in dieselbe Richtung. Wieder gesperrt. Abdeckung. Wassertank. Noch einfacher geht es mit dem Wegschütten des Wassers und der Kaffeeresten. Hier nimmt man die Schale einfach raus. Dort befindet sich der Kaffee, der verbrauchte Kaffee. Hier befindet sich das Wasser. Das nimmt man einfach ab. Das schüttet man weg, das Wasser, und wieder wird zusammengebaut. Und reingesteckt. So, das war mein Video zur Reinigung der Kaffeemaschine. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es und abonniert meinen Kanal. Tschüss.